Und damit hallo und herzlich willkommen zu bei Atelier Riser. Wir haben unser Zuhause jetzt bekommen. Wir wissen jetzt, wo wir Alchemie herstellen können. Ach, egal. Und wir müssen einen Haufen Zeug jetzt sammeln. Damit wir... Achso, ja. Normal, wenn ich... Ah, jetzt. Genau. Wir müssen lauter Zeug jetzt sammeln. Wo müssen wir hin? Hä? Wir müssen doch nirgends hin. Oder muss ich irgendwas Bestimmtes sammeln? Finger? Warte mal. Event Log. Ja, lad halt noch länger. Hä? Das lädt jetzt so lang. Story? Ah, jetzt. Gesser Uni Crimson Oil Fluffy Wool. Can be obtained by sheep-like creatures. Ah. Das ist das. Und ja, ich kann trotzdem unterwegs das Zeug nicht liegen lassen. Das geht nicht. Atelier. Drückt mich einfach in meine schlimmste Ecke. Und das ist nun mal Zeug sammeln. Ich weiß, da war so ein Schaf und trotzdem hau ich noch ein bisschen das andere Zeug weg. Jetzt gehen wir noch kurz da ins Feld. Weil die haben auch ein anderes Zeug. Ich hoffe mal, die beeilen sich mit den Guides für das Spiel. Was ist denn das? Wow, it moved. I wonder what this is. Will something happen if I turn in a specific way? Warte mal. Ich habe eine Idee, was das machen könnte. Wir haben es jetzt nach Westen gedreht. Und da war ja diese Schatztruhe, wo ich nicht hin konnte. Weil das so ein Teil war, wo ich nicht drauf konnte. Das ist die Frage, ob das vielleicht aktiviert wird dadurch. Da, das da. Okay. Scheinbar nicht. Aber ich brauche eine Axt dafür, ne? Aber dafür haben wir jetzt das Zeug. War das hier das letzte Mal auch schon? Wassermoosstein. Oh ja, ich habe vergessen, dass ich jetzt schwimmen kann. Oh, so viel Scheiß, Mann. Auch wenn ich ehrlich bin, dass es mit der Kamera ein bisschen komisch ausschaut, wenn sie da so schwimmen. Achso, nee, kann ich annehmen. Ich kann nicht aufhören zu sammeln, das tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich könnte mir jetzt dann wahrscheinlich 50 Minuten zuschauen, wie die sammeln, ne? Aber da fällt mir was ein, wir müssen mal kurz an der Grafik was einstellen. Ich kann es nicht... Standard... Hi. Gibt's da auch... Kann man die FPS auch irgendwo einstellen? Okay. Weil wenn ich eins weiß, dass bei mir Blumen. Oh, auf. Dass Schatten immer sau viel frisst. Ja.
Okay, ja, das passt. Und ich muss ehrlich sein, ich bin einer, der Schatten eigentlich weniger wichtig findet. So, jetzt hauen wir irgend so ein Wollviech weg, ey. Wie stört es, dass wir jetzt nicht wissen, was diese Figur ist? Verdammt. Komm her, Schäfchen. Wir brauchen deine Wolle. Flaming Blade. Hä? Dann konnte ich jetzt erst zu spät verteidigen. Okay. Wirke dazu, wie wenn es immer ein bisschen dauert, bis das Fluffy Wool. Wow, wie lange gesucht. So, sore nara machi ni modoro. Patty mo matteru shi. Sore ja sassoku renkin jutsu no chougou wo shimasu. To itte mo, kochi de toreta sozai to atarashii renkin gama dakara, nareru made daishita mono wa tsukurenai kedo. 失敗の言い訳を今から考えているのか?違うって。新しい武器や道具を使う時って慣れるまでOkay. Whoa! Tutorial Alchemy Skill Tree. The Skill Tree will give you access to the recipes Riser learned on Kurken Island and some useful synthesis skills. You will need SP to unlock the skill. Ernsthaft? Ich muss die nicht mal so alleine herausfinden? Oder war das vorher? Egal. You need SP to unlock the skills. SP is gained by synthesizing items and exploring runes. Now hold A to unlock Explosive Uni. Zack. Ah, wie geil. Ja, okay, doch, man muss schon wieder Sachen. Learn the Explosive Uni Recipe. Ah, egal. Wenn du lernst certain skills, the skill tree may grow. Learn a variety of skills and grow your tree. Yosh. Ja, hajimeru yo. Nan ni shiyou kana? Before you can synthesize an item, you'll need to learn its recipe. First pick a recipe and already know. You can synthesize an explosive uni, so press A to select it. End of the screen are material loops where you can add materials. You'll need to add the material specific in the, by the material loop in order to synthesize the item. At the moment, some material loops are locked, preventing you from adding materials. First, cast one of the unis you've gathered into the middle of the. Okay. Da können wir nach der Qualität wieder schauen, aber die sind eigentlich. Warte mal, wie kann ich das sortieren? Submenu? Ah, sortieren. By quality. Genau, man muss nämlich die freischalten, wenn man die anderen freimachen kann. Adding the Uni added a new effect on the items that you're going to synthesize. All material loops have one of the four element attributes, fire, ice, lightning, or wind. Red color stands for fire, blue, yeah. Adding material with the same element attribute as the material loop will let you increase its power, also known as its elemental value. Accumulating an elemental value above a certain level will bring various benefits, such as raising the item's quality and unlock new effects. Now let's add materials to the other unlocked material loop. Gunpowder. Habe ich das schon sortiert? Sortieren. Quality. Crimson Ore. Qualität 30. Alter. After adding materials to the material loop, you can press, started, makes it a bigger synthesized process. Ultimately, you can also add more materials to the new unlocked material loop on the upper right. Some material loops will require certain element attributes and values to unlock the connection. As you become more familiar with the synthesis process, pay attention to the conditions under which the material loops are connected. You still have some materials remaining, so try adding some to the other material loops. Da kann ich die Qualität. Ja, okay, dann gehen wir erst daher. Und auch Qualität 30. Feuer und Eis. Was soll ich machen?
Adding more mattresses for strengthens the final item. As you can see, unlocking more loops and adding new mattresses will allow you to create more powerful items. However, each recipe has a set limit to how many mattresses you can add. The maximum number of mattresses that can be used in the specific recipe can be seen on the bottom of the screen. Press Start to begin to synthesize. Nein, ich will jetzt was anderes machen. Arsch, ey. Expensive. Ah ja, if the material you choose have traits, you will be able to transfer these traits to the synthesized item. You can transfer up to 3 traits, but first you'll need to unlock the required trait slots. Trait slots are unlocked by leveling up the material loops featuring the specific bonus trait, leveling it up when you find one. Furthermore, some traits can be strengthened by synthesizing materials carrying the same trait. Now then, select which trait you'd like to transfer or just press Start to synthesize the item. Okay. Explosive Uri!実際にライザが調合してるのを見たのは初めてだが錬金術ってやつはすげえな驚くよね全然違うものができるからどうこれが錬金術だよ正直驚きましたこんなすごいものが本当にあったなんて 錬金術を使えば何でも作れるよ。いや、さすがに何でもはちょっと言い過ぎか。何でも本当に？どうしたの？あ、いえ。何でもないです。ライザの錬金術が健在で安心したよ。遺跡の調査はまた日を改めてかな。ライザ、そうだね。 さすがに私もちょっと疲れた。だろうな。島からここまでの長旅、知らない街。いくらライザでも疲れない方がおかしい。その言い草、あんた、私を何だと思ってんのよ。いろいろ準備もいるだろうし、ライザの用意ができたら声をかけてよ。待ってください。 今度は私もついていきます。パティ、それは危ないと思うしやめた方が。でもそう、実は私も遺跡には以前から興味を持っていたんです。え、どういうこと？そんな話初耳だ。タオさんの授業を聞いていて、 歴史に対する興味が最近急に強くなってきたんです。遺跡のことも同じで、私にとって探索は勉強なんです。でも遺跡には魔物が住み着いてるかもしれない。戦うことになるかもしれないんだよ。私も全く剣術の心得がないわけじゃありません。それはタオさんも知ってるでしょ。うん。 まあ、分かった。じゃあ一緒に行こう。でも本当に危ないかもしれないからね。今日はここでお開きかな。それじゃあまた明日ね。ちゃんと疲れを取っておくんだな。 失礼します。はあ、いろんなことがあったな。タオたちにも出会えたし、新しい友達もできたし、オートもあちこち見て回ったし。遺跡か。 どんなとこだろう。モリッツさんからの石もあったっけ。やることいっぱいだ。これから
Yeah, I see. Huh? The container, would you like to check some? No, hau einfach rein. Ja, lass mich jetzt alchemieren. Wir werden jetzt alchemieren. Hä? Nein. Wie kann ich was freischalten? Check Tree. Nein, nicht den Tree. Table of Contents? Ich will doch was in meinem Skilltree freischalten. Warte mal, ist der in meinem Menü? Da! Sag doch das, dass das da ist. Ist das da? Rift Morph. Alter, das ist 500. Was ist das da? Neutralizer. Okay. Learn Receipt. Cocktail Lab. Da ist die Axt. Wie komme ich da hin? Let's continue to explore the runes. Oh. Ich will das jetzt haben. Das können wir eigentlich auch gleich freischalten, das brauchen wir eh. Ah, das ist nur ein rotes, oder was? Ah, ne. Red, blue, yellow, green. Grassichel. Ja. Ah, shit, Alter. Das kostet dann insgesamt 5, ne? Na gut, wir müssen eh da lang. So. Da haben wir Papier. Cloth. Ist das da schon wieder? Unlock Core Drive. It's a Uni-Hurricane Core Drive Ability. Unlock Gem Reduction. Unlock Rustic Morph. Investigate some Runes. Okay. Dann schwammen wir uns das für später. Wir machen jetzt noch Explosive Uni. Zwei dazu. Nee, eins haben wir noch dazu. Hä? Wir haben doch jetzt da drei. Müsste das nicht eigentlich jetzt gehen? Effekt 3. Trade Slot, Surprise S. Ach ne, ich muss das Ding auf 3 bringen, oder was? Scatter Uni, Explode Uni. Warum kann ich das nicht aufmachen? Das geht dann für alles rein. Aha. Effekt 3, Surprise S, Surprise M. Was kann ich eigentlich dazu schmeißen noch? Wo steht denn das? Quantity 2. Jetzt gibt es nur eins, ne? Expensive. Explosive gain up to 1500 schnelle Quality. Exploding Uni Spike S, Surprise S. Ja, okay. Equipment. Ach, das sind Ringe. Wo waren jetzt das? Container? Nee. Items? Gathering Tools, Adventuring Tools. Hä? Haben die das gar nicht so gemacht? Okay, werden wir wahrscheinlich erst noch freischalten. Speichern wir? Wir speichern erstmal. Yay! So, wo geht's lang? Hä? Es ist doch immer nur dunkel. Gibt's eigentlich auch ein Travel Board? Ich bin gespannt, ob die Ding wieder da ist. Alter, das müsste schon gewesen sein, aber dass die uns nicht gesehen hat. Das stört mich ein bisschen. Weißt du, die wo er da vorbeigelaufen ist, wie die Riser sie bemerkt hat. Einfach mal mitten in der Stadt irgendwas zu trümmern. Was machst du da? Warum zerstörst du alles? Ich sammle hier nur Materialien.
Bell Tower Square. Ja, die Leute hauen? Nee, langweilig. Ich kann nicht mal irgendwelche Leute verprügeln, so. Was soll denn das? Na, da treffen wir uns mit dem Haufen. Was geht ab? Ja, Raisa. もう準備できてるんだね。 うん、体力もバッチリだよ。 それじゃ、早速行くとしよう。 まずは。よーし、未知なる遺跡に向かって。 いざ、出発。 Das ist schon. Patricia has joined your party. Tutorial using items. Oh, jetzt hat, weißt du, ich schau gerade noch nach. When you are in town or in an atelier, you can equip core items through the main menu. These items will be equipped to the core crystal, which will allow you to use them in battle without actually using up the items themselves. However, you will not be able to properly use an item of higher levels than the character's dexterity. Pay attention to the levels when you are choosing which item to equip to which character. Item Rush. In order to use items in battle, you will need to have enough core charge. CC core charge can be earned by using skills. Plus, if you have enough core charge, you can activate an item rush that allows you to use multiple items at once. Build up your core charge and use item to rush to gain an instant advantage. You can also use an item out of turn by using Tin AP and activate quick item. Don't forget to use it when you're close to defeating an enemy or if your party is in a pinch. CC Bottle. Core charge that you don't use in battle will be saved in your CC bottle. Core charge stored in the CC bottle will allow you to use equipped healing items while in the field. You can equip healing items by accessing your basket from the main menu and using links rechts to switch to the equipped tab. Action orders. During combat, when you fulfill various act conditions such as stunning an item, your allies will issue action orders. If you... Wo steht das dann? Item Rush, Attack, Flee, Defend. If you fulfill the conditions of the action order... Achso, deal physical damage, please. Deal ja genau, das habe ich. Certain amount of time, you allies will use the order skill. All of the order skills are powerful, but you will need to meet the requirements that included other actions and normal attacks to activate them. Use the skills and items proactively to fulfill your action orders. Okay. Ah, warte mal. Core Items. Die Säcke, wie sie halt alles weg nun. So, Riser. Zack. Warte mal, hab ich jetzt. Nee. Und Untertausch, du kriegst das da. Alter, jetzt. Du kriegst das Billige. Sie kriegst das Gute. Du kriegst sie Heilung, hätte ich gesagt. Das müssen wir jetzt noch schnell alchemieren. Was? Hä? Oh. So, Return Room Run. Full Map. Gibt's die werden wahrscheinlich erst später die Dinger freischalten, ne? Dass ich mich teleportieren kann. Weil das fand ich in Riser schon immer echt geil. Dass du einfach überall hin dich hin teleportieren konntest. Kann ich eigentlich hier einfach runter? Oh, kann ich echt. Sardine. Mushroom. Kolonie. So. Warte mal, erstmal ins Menü. Skill Tree. Wo ist das? Da. Grass Beans. Was ist das da? Explore Runes, Honey and Floor. Traits. Quality Effect. Poison Cure. Sleep Cure. Aber dafür brauchst du zwei. Das ist das Wind, ne? Das ist aber Eis. Mal, wenn wir den Effekt Cure wollen, müssen wir Wind einfügen. Den hab ich ja eigentlich, ne? Aber wir brauchen hierfür. Was brauche ich hierfür? Sa,
Ah. Jetzt muss ich hier noch was rein tun. Weiß es das hier. Ah, hier muss ich zweimal Wind jetzt einfügen, ne? Aber ich habe nichts mit Wind. Ich kann bloß nur eins einfügen. Shit. HP Gain S. Habe ich irgendwas, was zwei Lightning gibt? Nein, nur null. Shit. Hab ich irgendwas, was mehr Wind gibt? Auch nur eins. Add one trade slot. Ja, dann nochmal das da. Sleep Cure kriege ich eh nicht mal. Healing expensive. So. Dreieck. Core Item. Zack, zack. So, jetzt haben wir das. Auf in die Ruinen. War wir eigentlich richtig? Ich glaube schon. Das Rennen kommt nur minimal schneller vor. Ja, das ist wahrscheinlich auch wieder so aufgebaut, dass wir später ja, uns wieder irgendwelche Schuhe machen können, die wo wir schneller laufen können. Warte. Sind das alles Händler? Konnichiwa. Take your time, Goldhorn. Mal was hat der Kollege. Okay. Nicht schlecht. Sate. Kore kara iseki ni mukau wake da kedo. Jitsuwa. オートの周辺には遺跡と呼べそうなものが僕が知る限りだけでも5つあるようだ。え、5つも？そんなに？うん。それで5つのうちで唯一見つかってる遺跡が今回の目的地だ。え？すでに見つかってるところに行くの？それってもう調べ尽くされてるんじゃ。ところがね、 オートの人間は遺跡なんて興味がないみたいで調べようとすらしてないんだよ。街のすぐ近くに大きな遺跡があるっていうのに気づいてない人の方が多いくらいでね。街の近くにあるんですか？私もそんなの聞いたこともないですけど。あれ、パティ、遺跡に興味があるって言ってなかったっけ？興味があることと知っていることは別です。 興味があるから勉強するんじゃないですか？じゃあ最終的に私たちは5つの遺跡を探し出して調査することになるんだね。うん。でもこれはあくまで文献とかで知ったってだけで、本当に5つあるかは分かってない。それぞれ別の文献に載ってて別の遺跡だと思っていたら実は同じものを指していたなんて可能性もある。 なんか結構ふわっとした話なのね。言い伝えなんてのは大抵ふわっとしたもんだよ。ライザだってそれは知ってるだろ。ただ僕はある程度の確信みたいなものを持ってる。ほら伝承の文章を話しただろ。あそこに5って数字が出てくる。あれは遺跡が5つあるってことを指してるんじゃないかって思うんだ。なるほどね。 で、それはそうと目的の遺跡なんだけど、この街道から北にそれた森の奥にあるって話だよ。森の奥、魔物は出るのでしょうか？それはわからないな。でも森だし、魔物じゃなくても猛獣なんかは出てもおかしくないだろうね。やっぱりそうですよね。昔は人通りがあったらしいけど、今はわざわざ行く人はいないそうだから 注意しないと。見てみないと始まらないよ。とにかく出発よ。Hätte ich auch mal gesagt. Da, geh mal weg.
て使えるみたいだし。持てるだけ持ってってみようかしら。Ja, genau, sammel für mich.